Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Dieses Video heißt trotzdem irgendwie, ich bin umgezogen, weil ich einfach kurz in dem Video am Anfang darüber reden möchte, dass ich umgezogen bin und der Umzug jetzt vorbei ist und ich ein paar Tage kein Internet hatte und deswegen keine Videos kam. Und spätestens ab morgen, also es kommt täglich auf jeden Fall irgendwas, aber regelmäßig kommt alles wieder ab übermorgen oder so, weil ich mich jetzt darum kümmern muss. Ich habe jetzt einen eigenen Aufnahmeraum. Weil viele fragen wegen der Roomtour, eventuell, ja, nein, ich will nicht, dass man was außerhalb von meiner Wohnung sieht, weil es ja solche kranken Stalker gibt, die irgendeinen stalken, wenn man nur den Balkon vom Nachbarnhaus sieht oder so. Das will ich nicht unbedingt provozieren, aber ich werde schauen, dass ich vielleicht mein Zimmer auf jeden Fall mal zeige und so, aber das dauert noch ein paar Wochen, weil wir müssen jetzt erstmal noch Zeug bestellen und aufbauen und Kisten ausräumen und so weiter, das dauert alles noch. Ja, soviel zum Umzug. Falls mir gerade noch was einfällt, ich habe ja jetzt hier ein bisschen Zeit zum Reden. Wir werden einen normalen Run spielen und ich zeige euch vorher kurz, dass ich cheaten werde, weil es kam ein Update, der erzählt, dass er wieder stärker gemacht hat, ihn hier. Und das Spiel ist ganz schön laut auf meinen Ohren. Ich hoffe, es passt alles vom Ton. Muss man auch erst. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr heilen als sonst, weil der Raum noch keine Möbel drin hat. Großartig. Außer so eine Eierkartonwand, das ist weniger halt, aber es bringt ja nichts, wenn im sonstigen Raum keine Möbel stehen. Dann halt trotzdem alles, genau. Ja, im Greed-Mode wurde was geändert. Es war so eine richtig kranke, gestörte Suche, wo der Edmund Macmillan immer so Sachen getweetet hat. Und da waren so kleinere Hinweise versteckt und im Hintergrund auf dem Bild waren so ein paar Poster zu sehen und die haben auf einen Ort in der echten Welt hingewiesen. Irgendwo so ein Santa Cruz-Strand, wo dann Leute nach einem Poster suchen mussten auf einer Brücke. Und auf dem Poster war dann eine Telefonnummer und die Telefonnummer hat einem dann nochmal woanders hingeschickt. Und später war irgendwas anderes noch bei der Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter. Und da mussten Leute irgendwo graben, glaube ich. Und haben dann so eine kleine Greed-Statue gefunden. Von dem Greed-Charakter. Und mit dem, als sie den an den Entwickler gepostet haben, dann wurde das Update freigeschaltet für den neuen Charakter. Um den neuen Charakter zu bekommen, muss man ungefähr 73 Mal den Greed-Mode schaffen. Weswegen ich ihn jetzt schon hasse, weil ich alles einmal freigespielt habe und den Modus nie wieder spielen will, gibt es ein paar nette Mods, nämlich diesen hier. Oh, Greed Mode just got harder. Das ist ein Achievement, was verbuggt war, das ist schon von Anfang an da, glaube ich, ab der Münzenanzahl. Genau, das werde ich aber nicht jetzt machen. Also egal mit welchem Charakter ich hier reingehe, der Automat steht immer auf der ersten Ebene. Ich weiß nicht, ob ich einen Mod dazu, ich hau den Link dazu in die Beschreibung. Ihr könnt es machen oder nicht. Ich bin kein Support. Ihr müsst euch übrigens mit eurem Steam-Account da einloggen auf der Seite. Wenn ihr dem traut, dann macht's. Wenn nicht, dann nicht. Fertig. Ja. Falls ihr keinen Bock habt, 73 Greedruns zu machen, dazu einer ausgerechnet, wie viele Runs man ungefähr hintereinander, nacheinander schaffen müsste. Mit Charakterwechseln, weil wenn man mit denselben Charakteren spielt, dann verbuggt es. Der geht ja automatisch schneller zu. Also muss man immer mit anderen Charakteren spielen. Und den Lost habe ich ja noch gar nicht freigeschaltet. Der Lost hat den Holy Mantle bekommen. Das heißt, dass er jetzt immer erst einen Treffer bekommen kann und dann beim zweiten Treffer erst garantiert tot ist. Wer den Lost nicht kennt, der Lost ist so ein kleiner Geistcharakter, den ich nie freigeschalten habe, weil er mir zu schwer war. und was wollte ich sagen? Achso, der stirbt halt immer mit einem Treffer. Aber jetzt, da er den Holy Mantle bekommen hat, hält er zwei Treffer aus. Ach, und ich kann die Stats übrigens anmachen. So, und jetzt spielen wir einfach normal. Und auf nichts. Einfach auf gar. Wir machen einfach normalen Lilith Run. Normal. So. Ich habe nämlich in letzter Zeit darüber nachgedacht, was mir in Isaac Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, dass das Afterbirth Update von den Items her ziemlich cool ist. Aber die Bosse eine der dümmsten Entscheidungen in dem Spiel sind, die es gibt. Einfach meiner Meinung nach. Es ist an sich gut. Die Bosskämpfe sind cool. Oh Gott, was kriegen wir? Oh Gott, Donnerhüften. Okay. Da sind wir jetzt von Anfang an ein bisschen langsamer. Ja, die Grundidee ist cool. Von den Bossen. Okay, was kriegen wir hier? Fängt ja gut an. Okay. Das Problem ist halt, dass alle Bosse. Na, toll. Müll. Entschuldigung, ich habe lange nicht aufgenommen. Es ist ein bisschen schwer, Gedanken zu fassen und zu spielen. Dass die Bosse so eine Damage Resistance haben. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt alles in einem Part erwähnt habe, aber mittlerweile weiß ich einiges. Und die sorgt dafür, dass wenn ein Boss halt Schaden bekommt
oder zu viel Schaden bekommt, dass er dann automatisch weniger Schaden bekommt. Heißt also, egal wie stark man wird, die Bosse brauchen immer lange, um sie zu töten. Und ich finde, das zerstört so ein bisschen den Charme, weil Isaac für mich ausgemacht hat halt, man wurde stark und ist dann gerne zu diesen Bossen gegangen, um zu schauen, wie stark man bei den Bossen ist. Und wenn jetzt die Bosse einfach mitskalieren, Alter, der Hall irritiert mich auch. Wenn die Bosse jetzt mitskalieren, dann zerstört es auch einiges. Weil ich werde jetzt, wenn ich sagen wir, wenn ich dieses Hasch-Viech oft genug besiegt habe, nie wieder da reingehen. Warum sollte ich? Der Bosskampf ist viel zu nervig und dauert einfach nur. Auch selbst wenn ich viel zu stark bin, dauert der Bosskampf einfach genauso lange. Selbst wenn ich irgendwas habe, womit ich nicht Schaden bekommen kann bei dem. Bringt ja nichts. Ich kroste jetzt ja trotzdem da 3 Minuten in dem Raum und baller auf irgendwas ein, wo nichts passiert. Und ja, das Ganze macht es halt ziemlich langweilig. Die Speed Challenge, die ich gemacht habe, wurde übrigens auch gepatcht. Da Isaac läuft ja jetzt standardmäßig schneller. Heißt, meine Chancen, diese zu schaffen, erhöhen sich und muss mich nicht mehr davor verstecken. Aber ich habe mein Item eingesetzt, weil es ein gelber Gegner war und der droppt ja eine Batterie. Was ganz gut ist. Wir können eigentlich in den Shop reingucken. Wir haben 15 Münzen. Erstmal töten wir die Spinnen. Einfach so. Und schauen wir da hoch. Die Donnerhüften ist ein Kack-Item. Ich habe ansonsten, habe ich hier ein paar Runs gespielt, wenn ich kein Internet habe, um den Donation-Maschinen ein bisschen höher zu kriegen. Hauptsächlich mit Azazail 1000 Runs gemacht. Toll, 15 Münzen rausgeworfen. Aber das hat man von diesem tollen Curse. Hätte ich mir auf die nächste Ebene für die nächste Ebene aufheben sollen. Und zu mir, was die vorhin gesagt hat, ich habe halt überlegt, was die Grundsache ist an Isaac, die mir Spaß gemacht hat. Spaß war für mich, jede Ebene so zu spielen, dass ich mir Zeit lasse. Und durch diese ganzen Mechaniken, die durch eine Afterbirth erst dazu kamen, habe ich die Lust an dem Spiel mehr verloren. Weil das Spiel einen hetzt. Weil, wenn du nicht schnell bist, kriegst du nicht den Boss Rush. Und der Boss Rush ist immer ein gutes Item. Zum Beispiel jetzt. Und jetzt für den neuen Boss muss man schon wieder rushen. Und da hatten sie auch im Subreddit diskutiert, zum Beispiel die Ebene, die neu dazu kam. Die mit dem Lamp schon von Anfang an in Rebirth dabei war. Sobald man die Items hat, geht man auch lieber in die Kiste, weil man da stark wird. Und das sieht man am liebsten in diesem Spiel. Man wird einfach gerne OP in Isaac. Deswegen gehen die wenigsten Leute in die Lamp-Ebene, sobald sie die Sachen da freigeschalten haben. Was ich auch verstehen kann. Ist eigentlich so eine Sache, wo man mal nachdenken muss, dass halt nicht jeder Entwickler alles perfekt balanced. Oder nicht für jeden perfekt balanced. Es gibt bestimmt Leute, die das alles lieben, so wie es sich jetzt gerade bei Isaac entwickelt hat. Aber für mich ist es halt... Oh, Leuchtekiste. So, dass es viele Änderungen sind, die ich eigentlich mehr schlecht als gut finde. Schon wieder so eine Luke. Lohnt sich echt die kaputt zu machen. Vielleicht unterschätze ich die Donnerhüften. Aber da ist jetzt kein Item drin, oder? Nee, nur Geld. Und ein Herz, was ich vergessen werde. Also selbst wenn ich jetzt irgendwann hier sterbe, ist ja egal. Aber wir spielen halt auf jeden Fall so, dass ich mir Zeit lasse, dass ich auch mal nach Bomb-Geheimräumen suchen kann. Ich gehe mal nicht mehr auf den Boss Rush. Sagen wir so, es sind einfach richtig schön gechillte Runs. Auch wenn ich gerade hier in die Stacheln gerannt bin. Ich werde... Okay, das ist eigentlich cool. Ich werde jetzt nicht für... Alter, fick dich doch. Okay, jetzt weiß ich, dass das Herz da noch drin ist. Und wir haben gelernt, dass eine Bad-Trip-Pille meine Devil-Deal-Chance nicht runtersetzt. Entschuldigung, ich habe nicht links auf dem Rand geachtet. Sagen wir eher, dass die Stats nicht ausgelesen werden können. Entweder weil ich Lilith bin oder weil ich noch eine alte Version davon habe. Warte mal, kann ich das einfach updaten? Wo ist es denn? New Version Available. 1.3.2. Kann ich da einfach auf den Link von klicken? Ah ja. Download. Missing Heart Version 1.3.2. Im Ordner anzeigen. Guck, wir installieren jetzt einfach Zeug hier im Part. Warum denn nicht? Also ich finde, es ist cool, die Challenges zu haben, aber sie machen halt auch gleichzeitig ein bisschen was kaputt. Warte, ich muss Download-Ordner neu laden. So. Missing Hut, wo bist du denn? Da. Hier entpacken.
Nach Missing hat 1, 3, 2. Echse! Ausführen. Habe ich die alte noch offen? Ja. Zack. Es hat rumgebackt. Wartet, wartet. Gleich habe ich's. Es tut mir leid. Oh, Isaac ist gecrashed. Ich mache hier alles kaputt. Ich sollte nicht, während ich spiele, in Programm rumklicken wie ein Gestörter. So, jetzt. Continue. 3 Minuten 50. Wo sind wir? Guck, die Stats stimmen am Rand. So. Wo waren wir? Hier. Naja, wenn die Duke jetzt nicht mehr da ist, kann ich auch mitleben. Ja, die ist garantiert da. Okay. So. Der Run ist eh schon 10 Minuten lang und obwohl wir 3 Minuten spielen. Weil ich einfach über alles rede. Na gut, wenn man halt ewig viel Zeug macht, dann ist es klar. Achso, wir sind nach rechts gegangen und haben Schaden bekommen und eine Bad Trip Hülle, ne? Knickknack. Wir wissen, wo wir nicht hingehen. Haha! Ich habe dich besiegt, Spiel. Dich würde ich auch gerne besiegen. Danke. Sogar einen Schlüssel haben wir bekommen. Und ich will nicht mehr alles direkt nachgucken. Wir nehmen es jetzt. Schauen wir einfach mal. Curse of the Tower. You feel cursed. Wahrscheinlich irgendwas mit der Tower-Karte zu tun. Ihr kennt die Items wahrscheinlich schon auswendig. Aber ja. So. Achso, wo war ich, bevor ich den Mod richtig installieren wollte? Dass die Änderungen von Afterbirth jetzt nicht schlecht sind, aber für mich die Langzeitmotivation nehmen. Es macht Spaß, alles einmal freizuspielen, aber es macht, dann habe ich nicht mehr so großartige Lust, die Random Runs zu spielen, weil ich mich die gezwungen fühle, zum Boss Rush zu rennen oder sowas. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Na, wenn nicht, dann versteht ihr es halt nicht. Aber ich verstehe es wenigstens. Nein, ich bin keine Lust auf euch. Nix, nix, nix. Und die Spinne ist in Stacheln gehüpft. Okay. Wollen wir gucken, ob wir mit den 2 Bomben in den Shop kommen? Schauen wir mal. Schade. Okay. Ich hätte ja mein Item eingesetzt, aber ist noch nicht mal bereit. Also habe ich keine Wahl. Ich muss kämpfen. Alter, ich hab... Okay. Das ist ein seltsamer Effekt. Weiß nicht, ob mir das so großartig gefallen will, aber gut. Nehmen es mal hin. So, kurz mal raus und rein. Wegen der Spider. Ich würde liebend gerne mein Ding einsetzen, aber ich glaube, ich versuche einfach mal den Raum normal zu schaffen. Auch wenn es echt eklig ist, so viele Gegner zu töten. Schlüssel haben wir noch keinen, ne? Nee. Das Swallowed Penny ist, glaube ich, das Geld drauf, sobald wir Schaden kriegen. Der verschluckte Penny. Ich habe den irgendwann mal komplett falsch benannt, was er macht, weil ich irgendwie nicht daran gedacht habe. Angesabbert habe ich, glaube ich, gesagt. Aber das Swallowed ist ja eigentlich verschluckt. Ja. Das Spiel ist nett zu uns. Hier links könnte auch der Geheim... Schauen wir mal. Secret Room? Obwohl, wir könnten auch den Super Secret Room öffnen. Aber ich will den normalen Secret Room. Im Super Secret Room ist nicht so oft tolles Zeug drin wie im normalen. Aha. 3 Bomben. Hat sich ja fast gelohnt. Pilze mache ich keine mehr kaputt, weil irgendwann scheinbar in einem Update es geändert wurde, dass so häufig Pilz-Items rauskommen. Zumindest kommt es mir so vor. Weil ich in den letzten 80 gefühlten Runs kein einziges Pilz-Item mehr da drin hatte. Und die Keeper spreng ich ab jetzt kaputt, weil da ziemlich viel Zeug rauskommen kann. Ja, morgen machen wir auf jeden Fall dann wahrscheinlich einen Run mit dem neuen Charakter. Wenn es euch rechtens ist. Bist du das? Giant Spiders and Flies. Ah ja, du bist das Item, okay. Da, nimm die Münze. Soll ich den sprengen? Ja, komm, sprengen wir den. 2 Münzen. So, mein Shop ist ja jetzt auch größer. Ich glaube, letztendlich hat nur 1 oder 2 Items mehr Platz, aber... Ja. Soll mir erreichen. Und wir haben keinen Rotherzschaden bekommen. Ist echt leicht zu vergessen, dass man die Sachen kaputt laufen kann. Tut mir leid. Versuche mir dran zu denken. Die Geheimräume kann ich ja nicht auflaufen mit den Donnerhüften, oder? Könnte ich einfach jetzt hier in die Wand reinrennen. Brrr. Nein, leider nicht. Okay. Ich will!
bin sicher. Nidelhorn. Okay. Huch. Ach so, stimmt. Die Fähigkeit von Lilith ist, zufällig einen neuen Begleiter zu bekommen, wenn sie oft genug getroffen wurde. Deswegen ist unser, Meat Girl Kopf auch gerade... Achso, nee. Der Meat Girl Kopf ist einfach so krasser geworden, weil wir das Verdopplungs-Item eingesetzt haben. Es klingt ja so, als hätten wir jetzt zwei Meat Girls. Aber wir haben erst eine eigentlich. Jetzt ist auch wieder eine. Guppies Pawpaw? Ja, nehmen wir das Guppies Pawpaw mit. Pawpaw. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Herzen. Ihr wisst nicht, wie schön es ist, ohne auf diesen Timer zu achten zu spielen. Ich hatte irgendwie... Ich habe es mir nicht selber aufgezwungen, aber... Doch, irgendwie habe ich es mir selber aufgezwungen, aber nicht gewollt. Ich wurde dazu gezwungen. Gehen wir weiter, oder? Ja. Ja. Ich habe halt einfach ein Gefühl gehabt, dass ich diese... Dass ich das brauche. Dass ich es machen muss. Ich weiß nicht mal, welchen Weg ich mit Lilith gehen muss. Sagt mir immer noch nichts, eigentlich. Naja, egal. Weil die Bilder, also diese leeren Bilderrahmen sehen relativ gleich aus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, Schadensupgrades sind eventuell wichtig, langsam. Ach komm. Stirb doch bitte, dicke Fledermaus. Nee, aber echt, in den ganzen Parts von Afterbirds bin ich bisher immer nur im Hektik-Mode gewesen. Und ich habe auch nicht aufgenommen, während ich kein Internet hatte, weil ich irgendwie, keine Ahnung, abwarten wollte, was so alles passiert. Letztendlich hatte ich in den Beinen irgendwie 2 Tage lang Muskelkater nach dem Umzug. Aber ansonsten ging es eigentlich recht flott voran. Und die neue Wohnung ist echt hübsch. Also musst ihr halt schauen, ob ich euch da was zeige oder nicht, oder wie ich es mache. Und da bringt euch es jetzt auch euch nichts, irgendwie Bitte oder sowas in die Kommentare zu schreiben. Oh, coole Sache. Ah, das ist ein Aufladeschuss? Cool. Okay. Ich wusste nicht, dass das ein Aufladeschuss ist. Ist auf jeden Fall stärker als mein normaler Schuss. Auch wenn der Schaden gleich ist. Trifft es wahrscheinlich halt öfter. So. Das ist cool. Ob da der Dingraum ist? Hier? Schade. Hätte ich mich da komplett reinsprengen können. Ich glaube in Afterbirth, also in dem Isaac, ist es nicht mehr so häufig, dass der Geheimraum zwischen 4 Räumen liegt, sondern eher immer zwischen 3. Ja, das finde ich ganz geil eigentlich bisher. Ach ja, da brauche ich wollte gerade sprengen. Ach, ich habe keinen Schlüssel. Ich hält. Mein Hals tut weh, aber mein Getränk ist gerade nicht hier in der Nähe. Was tun? Weiß es nicht. Verzweifeln. Ach so, ja. Das hätte ich mir vielleicht denken können, dass wenn ich jetzt mal nach ein paar Tagen wieder aufnehme, dass mein Hals spontan wehtut. Nee, Zimbelmann denkt da nichts. Huch, dann muss ich die nochmal bekämpfen. Oh, das ist nett. Das nehme ich gerne mit. Warte, was ist denn meine Feuerrate? Muss ich gerade mal genauer gucken. 1, 2, 3. Okay, ein bisschen schneller, als ich eh geschossen habe. Okay. So, jetzt töten wir noch den Boss und dann können wir in den Stachelraum gehen. Lustig? Naja, ist nicht ganz so lustig, muss ich sagen. Kann ich höchstens froh... Oh. Jetzt haben wir schon eine laufende Meat Girl. Cool. Au. Oh, oh. Das hast du dir selber eingebrockt. Ah, Seelenherz. Nice. Heben wir einmal auf. Hui. Manchmal dreht er sich jetzt. Voll cool. Also wird dem Angriff vom Boss nachempfunden.
Und jetzt wollen wir noch den Geheimraum finden. Genau. Den Kampfraum können wir eigentlich auch noch machen, in der Hoffnung, Schlüssel zu bekommen. Dann können wir vielleicht nämlich noch in den Shop reinkommen, aber es kann noch sein, dass wir uns in den Shop reinsprengen können. Kein Geld. Cool. Okay. Ach man, der Schuss ist richtig cool. Ach man, es freut mich irgendwie gerade, dass ich wieder alle Räume machen kann. Also, noch. Bis ich dann die Kommentare lese und sich alle beschweren, dass ich nicht mehr rushe. Ich will es einfach wieder freundlicher angehen, das Spiel. Wenn ich so halt bei Jetzt habe ich halt einfach dadurch wieder gesehen, dass ich Manu zugesehen habe. Weil Manu ist einfach halt war so neu in dem Spiel. Also GP. Ich schaue ihm ja manchmal zu über Skype, während er es gespielt hat. Vorm Umzug. Weil er immer natürlich meine hilfreichen Tipps hier will. Und dadurch habe ich irgendwie gesehen, dass ich das Spiel auch gerne selber wieder ruhiger angehen möchte. Die Bombe, der Schlüssel hat sich nicht gelohnt. Keine Ahnung. Es ist chilliger. Und ich mag chillig. Ich gehe gerne alles chillig an. Und kann dann mir sowas erlauben. Dann kriege ich goldene Kacke als Belohnung dafür. Kriegt ihr goldene Kacke dafür als Belohnung, dass ihr chillig seid? Ich hoffe. Ich hoffe es. Ganz stark. Ja, ich benutze 3 Bomben, um die zu sprengen. Ist mir jetzt egal. Ich hätte einfach... Ich wusste nicht, dass man nicht alle 3 gleichzeitig trifft. Ja, dann komme ich ja in den Shop rein. Cool. Mehr Trinketplatz. Ja, nee. Ist alles nicht so geil. Nehmen wir den Schlüssel mit. Und gehen jetzt hier rein. Die sprengen wir, um meine Devil Deer Chance wieder zu erhöhen. Oder auch nicht. Was konnte der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Er konnte irgendwie so einen Würfeleffekt auslösen, wenn ich getroffen werde oder sowas. Oh, Geld. Jedes Mal, wenn ich durch so eine Tür gehe. So. Und der Supergeheimraum ist nicht unbedingt auffindbar. Deswegen gehen wir mal weiter. Die Devil-Deal-Tür immer noch da ist. Nett. Aber nur minus 2% bekommen. Danke, Spiel. Nein? Solange ich keine Schlüssel habe? Nein. Oh. Das wäre ganz cool zum Sprengen. Nice. Bisschen Reichtum hier. Hätte man auch bestimmt für irgendwas noch nutzen können oder so, aber... Nee, Zombie macht alles kaputt. Ruined. Balls of Steel. Nice. Aua. Okay. Ich weiß nicht wie oder was oder wo oder... Aber ich hab's geschafft. Ach, sogar normal Geheimraum. Cool. Ich hab nur eine Bombe. Du bist die eine Sprengung nicht wert. Kommst du bitte her? Ist ein bisschen schwer, das zu lenken, weil das fliegt irgendwie... Naja. Nicht so genau aus mir raus, weil ich den komischen Begleiter hab. So wie alles bei Lilith. Was hat Lilith da auf dem Bauch? Ist es ihr Bauchnabel? Ist es ihr Bauchnabel? Ist Lilith dicker? Oder ist es wegen irgendeinem Item, was ich aufgehoben habe, was ich jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung habe? Dass ihr Bauch auf... Achso, wegen den Donnerhüften wahrscheinlich ist der Bauchnabel jetzt sichtbar. Ah, okay. Mi stupido. Mi mucho stupido. Kaputt. Ach man, immer wo der Supergeheimraum ist, ist immer dann kacke. Könnte allerdings hier unten sein. Ja. Nee, ist nicht unbedingt besser. Ich hoffe, ihr wisst noch die Geheimraumregeln. Sonst erkläre ich sie kurz nochmal. Maus, hallo. Ich bin der Mauszeiger. Der Supergeheimraum ist meistens in der Nähe vom Boss, aber Geheimräume brauchen immer Zugänge, die mit dem Boden vom Raum verbunden sind. Nicht so wie hier. Hier sind ja Löcher dazwischen. Also hier ist und oben und unten kann der Geheimraum schon nicht sein. Und weil es am nächsten am Boss sein muss und der Supergeheimraum berührt nur einen Raum, meistens, also 90% der Zeit, dann war hier halt die nächste mögliche logische Sache. Und der normale Geheimraum berührt halt 3 Wände meistens. Deswegen war da. Aber es war Zufall, dass wir ihn bekommen haben. Bitteschön, Lehrstunde Ende. So.
Kann mein Super Meat Girl auch drauf gehen? Ja, cool. Ah, danke. Speed up. Ja. Jetzt haben wir fast wieder eine Grundgeschwindigkeit. Naja, fehlt uns noch ein bisschen was. Wenn wir das Kreuz in dem Raum duplizieren, wo wir es brauchen, also wo es sich einsetzt, kriegen wir dann zwei Seelenherzen, wenn wir es in dem Raum einsetzen? Keine Ahnung. Alle drei Räume wirft es, glaube ich, was raus. Ah, ein Schlüssel. Nett. Ach man. Deswegen war meine Ranz auch früher immer so lange, weil ich immer gerne alles erkundet habe, bevor diese Boss-Rush-Schmarrn angefangen hat. Bei mir. Es ist halt schon cool, den Boss-Rush zu machen. Und wenn ich mal irgendwas richtig Starkes auf der ersten Ebene finde oder so, dann gehe ich auch wieder gerne Richtung Boss-Rush. Oder wenn ich mal merke, dass ein Run einfach so schnell voranschreitet. Aber jetzt mit dem Damage hier Richtung... Ich bin, glaube ich, in den letzten Runs einfach generell immer Richtung Boss-Rush gerannt, was dumm war. Weil es, im Boss-Rush gibt es nicht immer gute Sachen. Häufig, ja. Aber dafür früher sterben oder alle Herzen verlieren? Naja, ich höre schon auf. Ich philosophiere nur zu gerne. Oh, eine Pille. Amnesia. Oh, cool. Speederloaf. Das gucke ich trotzdem nach. Weil es irgendein altes Item ist, was ich vergessen habe. Blaue Spinne mit Herz. Soll ich einfach mal Spider in die Suche eingeben? Ja. Spider Baby Crate. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, kommen freundliche Spinnen. Nee. Ramming Speed hat eigentlich... Hat es mich auch schneller gemacht? Ja. Und Contact Damage macht es. Das ist gut. Nehmen wir das mit. Ich weiß, ich hätte noch öfter recallen können, aber... Ich will es nicht ausreizen. Besonders der Automat platzt nach ein paar Mal mittlerweile. Genau. Und wie erwartet, aktiviert sich Moms Contact ein bisschen häufiger. Weil der Laser ja recht häufig trifft. Ein Hoch auf Laser. Und da ist der Shop. Dann haben wir doch schon die Ebene fertig. Das Amnesia gar nicht so schlimm. Kannst du mal aufhören mit dem Sehen jetzt? Oh, die Blue Map. Jetzt müssen wir nicht mehr nach den Geheimräumen suchen. Einen Schlüssel nehme ich mit. Und eine Bombe nehme ich auch mit. Genau. Jetzt zahlen wir den restlichen Geld mal ein. Oder 5 Münzen zumindest schon mal. Wenn ich auch langsamer spiele, habe ich auch wieder mehr Zeit. Mehr Geld generell. Kann mehr in den Automaten einzahlen. Ich versuche mich gerade den ganzen Part selber davon. Oder euch versuche ich zu überreden, obwohl ich nicht mal weiß, wie ihr dazu steht. Ist das nicht cool? Ja, ja. Super cool. Der mega coole Zombie ist endlich umgezogen Part. Und ihr glaubt nicht, wie mein Hals wehtut. Ich habe einfach kaum geredet die letzten Tage, also nicht viel. Und jetzt auf einmal wieder bla bla bla. Bla 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 bla. Die Denkdeps. Okay, zwei Kisten zum Aufsprengen und der Geheimraum. Alter, was willst du denn mit dem ganzen Geldspiel? Man weiß es nicht. Bringen wir das auch? Ja. Ja! Warte, was passiert jetzt? Ah, okay, es ändert nichts an unserem Schuss. Das macht, dass wir eigentlich Münzen schießen. Hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist die böse Hand, weil es gekracht hat, glaube ich. Nee. Ich versuche mal mittlerweile herauszufinden, wann die böse Hand kommt. Oh. Tja, jetzt mussten wir den Raum nicht fertig machen. Schade. Passiert. Mein Arbeitszimmer, also ich habe ja jetzt ein Arbeitszimmer in der neuen Wohnung. Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe oder so. Also, Arbeitszimmer, Aufnahmeraum. Sag ich mal lieber dazu. Und... die Tür, der Raum ist richtig schalldicht. Ist voll geil. Meine Freundin kann im Wohnzimmer zum Beispiel Fernsehen jetzt. Da waren wir ja einfach im Wohnzimmer zu zweit und da habe ich aufgenommen. Wenn sie sich halt irgendwie... PC beschäftigt hat oder sonst was gemacht hat. Und jetzt kann ich, habe ich halt einen eigenen Raum, der schalldicht ist, wo sie sogar von uns mal fernsehen kann und sowas und ich nichts höre. Und ihr auch nicht. Logischerweise. Und das ist cool. Jetzt kann ich einfach immer aufnehmen.
Und früher habe ich immer Angst, wollte ich nicht so häufig aufnehmen nachmittags, wenn meine Freundin da war. Oh, hallo. Da war mein 15. Schaden da. Brimstone-Begleiter. Ja, ist ganz cool eigentlich. Ist meine Feuerrate irgendwie hochgegangen? Ja. Beschwer mich nicht drüber. Ach man, der Run ist so schön. So richtig gechillt. Und langsam werden wir sogar stark. Obwohl wir immer noch kein einziges Damage-Upgrade haben. Jetzt noch ein Damage-Upgrade. Der hat mich fast noch getroffen. Da wollte er mir mein Leben aus mir rausprügeln. Ach man, ich glaube, ich muss wirklich was zu trinken holen. Oder mein Hals tut mir zu weh. Zu aua. Na, ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, was ihr zu allem sagt, was ich hier gerade blaber. Zack. Und ich meine, die meisten von euch schauen die Isaac voll. Ich versuch's immer noch. Ich kann es nicht sein lassen, darüber zu reden. Ich meine, die meisten von euch schauen ja Isaac einfach so chillig nebenbei. Denke ich mal super aktiv. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Okay. Den haben wir geowned. Es kommt nur ein Herz raus. Schade. Aber ein Sticky Friend. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Mayday, Mayday. Oh, Loot. Cool. Ja Mann, ich wollte nur den Duck Bum Begleiter hier. Oh, ist nicht mal stark genug, das auszumachen. So ein Loser. Warum haben wir so viel Schaden? Achso, wir haben gerade was im Devil Deal gekauft. Was haben wir im Devil Deal gekauft? Die Sadomaso-Maske? Ich weiß nicht, was wir gekauft haben. Na, pff, egal. Wird schon was Gutes gewesen sein. Ich kaufe keine schlechten Deals. Warum lasse ich die Bombe da liegen, wenn ich keine habe? Ich weiß es nicht. So. Der Effekt da an dem Wasser da oben sieht voll seltsam aus. Als überhaupt Wasser war. Dam, dam, da. Okay, ich muss mich an die schnellere Schussrate noch gewöhnen. Ansonsten ist alles cool. Oh. Und dass die Stimme seltener kommt, finde ich mittlerweile sehr cool. Die kommt nicht mehr immer. Die muss ich trotzdem noch mit Manu-Dateien austauschen. I found pills! Also halt nur von Manu, nicht von mir. Oh Gott, fast reingerannt. Wir haben den Goldraum noch nicht gefunden, ne? Dann chillen wir uns mal dahin. Letztendlich bedeutet es auch nur für mich, dass meine Isaac-Parts länger werden, dass ich länger aufnehmen muss. Aber, pff. Lieber so als andersherum. Kann ich wenigstens ein bisschen Spaß haben. Also eigentlich, ich hatte auch an den anderen Parts Spaß, habt ihr ja gemerkt. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine. Und ich rede trotzdem immer weiter drüber. Für immer! Das ist so eine Sache, da kann so ein Gaming-Blog wieder 8 Jahre drüber diskutieren, so ein 8 Jahre Blog-Eintrag drüber schreiben. Oh Gott, wer hat sich das ausgedacht? Tower of Bombs hier. So, war jetzt nicht unbedingt nötig, aber egal. Alter, dass der nicht gestorben ist. Aktiviert er sich bei jedem Treffer von mir? Oh, okay. Scheinbar war es schon nötig, wenn ich die Karte direkt wiederbekomme. In der Luft eingefroren. Das funktioniert doch gar nicht. How do you even Physik? Und... Muss ich hier mit Halsschmerzen Isaac spielen? Ich bin erst bei 34 Minuten. Es geht noch 20 Minuten. Wie ich meine Standardgeschwindigkeit kenne, wenn ich mir Zeit lasse. Nochmal Geld, okay. Und hier kriegen wir... Oh, dafür!
Evil Game. Na komm, zeig mal, was du kannst. Es war der Mom's Bra-Effekt. Oder ich habe Mom's Bra einfach zufällig auf dem Kopf liegen. Nee. Wahre. Okay. Sind wir jetzt fertig? Ja. Cool. Ich glaube, ich hole mir... Okay, warte kurz. Ich hole mir mein Getränk, sonst... Habt ihr einen Zombie weniger? Bin ich zurück und bin ich direkt wieder tot. Hurra! Zurück. Meine Freundin hatte mein Getränk ausgetrunken und ich musste mir eine neue Flasche vom Balkon holen. Wisst ihr? Erstes Video direkt wieder so mega Zombie. Ich hätte es sogar einfach easy peasy ohne Probleme in Cut reinmachen können, aber nö. Ich renne einfach kurz weg. Ihr habt ja die entspannte Musik hier. Die super chillige Isaac, die Welt geht unter Musik. Puh. Es hat meinen Schmerz ein wenig gelindert, sagen wir so. Es tut trotzdem weh. Kann ich alle drei Worte nur einen Schluck trinken? Ist echt krass, wie sehr sich die Stimme erst daran gewöhnen muss. Da war ich schon drin, ja. Geh auf! Lass mich rein, please. Satan, please. Ich sollte noch nachgucken, wohin ich muss. So. Ja, wird dann auf jeden Fall auch ein Spaß, den Creed-Automaten auf 999 zu bringen. Habe ich das überhaupt gesagt? Ja, ich glaube schon. Also man muss ihn auf 999 bringen und dann noch eine Münze einzahlen und dann hat man erst den neuen Charakter. Ich habe ja auch, glaube ich, noch nicht gespoilert, welcher. Wahrscheinlich haben es eh euch 1000 Leute schon in die Kommentare geschrieben. Der ist letztendlich noch schwerer als The Lost. Aber hat ein paar coole Mechaniken, weswegen ich ihn spielen möchte. Ich weiß nicht, warum ich da reingerannt bin. Aber ich hätte eigentlich den Schaden verdient. Oh, eine Schleife. Okay. Nicht so ein notwendiges Item, aber ich nehme es einfach mal mit. Es war kostenlos. Nein. Ich keinen Schaden bekommen kann. Oh. Ich habe den Wurm selber eingefroren. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Danke. Ich wollte ja nicht aus Versehen reinlaufen. Das lassen wir liegen. Absichtlich. Au. Ach man, das mit den Bomben ist schon irgendwie super. So ein bisschen. Auch wenn es sehr verwirrend sein kann. So. Oh, doppelte Drops. Warte mal, ist das nicht eine Todeskombi, die ich hier gerade habe? Ich muss gerade mal testen. Ja. Ich habe eine Gameboy-Kombi hier gefunden. Ach man. Wollte gerade sagen. Erinnere ich mich doch, dass da was war mit dem Glas. Kann ich, geht es doch mit Seelenherzen? Ich habe aber nicht so viele in der Ebene liegen. Können wir später nochmal gucken. So, also das ist die letzte Ebene, deswegen können wir unser Geld mal hier schön einzahlen. Der springt zwar eh gleich zu, der Automat, wie ich ihn kenne. Aber vielleicht schaffen wir noch 700. Ah, hab nochmal getrunken. Ich hatte schon mal über 700. Ist mein Spiel aber abgestürzt.
oder so. Weiß ich nicht mehr. Oh, noch mehr Hölzern. Gut. Und ein Schlüssel. So. Ach! Ich muss aber das eine Seelenherz da rechts aufsammeln. Weil ich sonst kein volles Leben habe und es noch aufsammeln kann. Jetzt können wir es testen. Ich glaube nicht, dass es mit der Hierophant-Karte funktioniert. Sonst wäre es ein bisschen krass. Würde ich es vielleicht sogar eintauschen. So. Nee. Nur rote Herzen kann man einsammeln. Herzen! Ach man. Gehen wir mal weiter. Ach, jetzt müsste ein Würfelraum auf der Ebene sein, der alles rerollt. Das wäre super. Könnt ihr mal versteinern? Ich wollte gerade sagen. Wollte hier schon meine Beschwerde an die Entwickler tweeten. Ach man, dieses Doppeldrop-Item ist auch richtig gut. In dem Shop. One of my Lieblings-Items. Echt, geht mir weg mit den komischen Herzen hier. Ich meine, klar, hätte ich rote Herzen, könnte ich mich unendlich heilen. Aber ich habe nur ein rotes Herz und selbst wenn ich das jetzt aufsammle mit dem, habe ich zwei. So, noch mehr Schlüssel. Das ist nett. Hat er mich nicht getroffen? Bin ich dem ausgewichen? Fuck. Ah, die ist sogar ganz cool, die nehmen wir mit. Weil die Begleiter jetzt enger aneinander kleben. Und die ist für Lilith eigentlich ziemlich cool. Fuck! Ach, und ein eiserner Karpfen hat mich in Steam als Freund hinzugefügt. Dabei nehme ich doch niemanden in Steam an! Was soll das? Gut. Und meine Freundin ist scheinbar schon wieder mit den Hunden zurück. Habe ich nicht gehört. Haha, coole Tür. Hab sie gefragt, ob man mich hört. Und sie meint, nö, hört man gar nichts. Also, vielleicht das Schreien, was ich gerade gemacht habe, hört man aber allgemein. Ist das cool. Ach. Also, ich weiß, dass ich mir unendlich Geld holen könnte gerade, aber ich habe... Nein. So viel Zeit und Lust habe ich dann doch nicht. Ich wollte dich eigentlich sprengen, Herr Automat. Obwohl ich mir Pretty Fly Spurdy holen... Aua! Fuck! Ich wollte es ja unbedingt riskieren. Ah! Mistdreck. Ach. Jetzt kommt wieder die Funny Mama. Man hört da keinen Unterschied, oder? Muss einfach hoffen. Man darf die Hoffnung nicht verlieren. Was hat mich jetzt am Ende getroffen? Okay. Ich bin sehr verwirrt. Hallo, ich bin Zombie, ein verwirrtes Individuum. Und weg mit den ganzen Gegnern. Hui. Oh Gott. Yay, zweimal Luck-Up. Luck-Up ist immer gut. Oh, so ein Raum ist immer gut. Ja, guck mal hier. Bam. Und jetzt zack, mehr Babys. Oh Gott. Ey, das Spiel will mich ja provozieren hier. Bitte verglitsch mich. Hilfe! Ich kann die Kisten verdoppeln eigentlich, ne? Aber gehen wir zur Testebene und nehmen die Jagger-Rune mit, okay? Deal oder Deal? Okay. Nett. Oh, das wird cool. Dann kriegen wir wieder 8 Items. Scheiß auf Boss Rush. Okay, jetzt haben wir die Ebene fertig. Das hat mir ein bisschen Spaß. Auch wenn wir den Goldschlüssel bekommen haben, nachdem wir die Kisten geöffnet haben. Aber, naja, wir haben eh 10 Schlüssel.
Obwohl wir unsere Seelenherzen echt gut verbraten haben. Ich habe doch da oben im Shop noch welche liegen, ne? Eine Batterie zwar nicht jetzt unbedingt, aber hey, ich könnte Herzen verdoppeln und mein Spiel crashen. Naja, es liegen noch zu wenige, glaube ich. Eins und zwei. Durch können wir noch springen. Na toll, noch mehr Geld. Wir sprengen die eigentlich hauptsächlich immer wegen dem Head of the Keeper. Ach guck mal, wir haben die Blutlarve bekommen. Scheinbar auch, weil wir oft genug getroffen wurden. Das hat auch was Gutes an dem Run hier, wo wir gerade so richtig oft getroffen werden, weil wir so langsam sind. So, für Mom bin ich jetzt schwächer, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Obwohl es schon ganz schön eklig ist, dass du so viele Shopkeeper spawnst. Aua. Mama, du darfst nicht auf mich treten. Das hat schlimme Folgen. Du willst nicht dafür verantwortlich sein. Aua. Gut eingefrorener Fuß. Ich glaube, ich wurde getroffen. Aua. Okay. Oh ne, die 360 No-Scope Spin. Okay. Was hat Mr. S. Ein Damage Upgrade. Endlich mal was Schönes. Mit zwei Herzen. Ja. Cool. So, wohin müssen wir denn jetzt noch? Okay, komm, gucken wir mal nach. Rebirth. Post it not completion marks. Was ich echt jetzt hier da googeln muss. Aber es sieht ja auch alles gleich aus. Das ist, scheint Polaroid zu sein. Also eigentlich müssen wir zum Lamp. Mega Satan schaltet ja neue Koop-Babys frei. Was ich ein bisschen schade finde, dass einer der stärkeren Bosse Koop-Babys freischaltet. Okay, das wäre also das Negativ. Würde ich jetzt also das Negativ nehmen, könnte ich was Neues freischalten. Dann könnte ich meinen Jaggergun nicht gut benutzen. Na komm. Nicht sicher? Relativ. Ja, ich glaube, das war in irgendeinem Run, wo ich dann am Ende einfach verreckt bin. Gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal. Sagt, mir fehlt der Lamp. Dann töten wir das Lamp. Schade. Aber auch nicht so schade. Wir haben ein Damage Upgrade bekommen. Das wird doch alles nur besser. So, auch wenn mehr Bombentrops ganz schön wären. Der weiß nicht, was Bomben sind. Oh, ich hab's riskiert. Ich hab's riskiert und ich lebe. Ich musste gerade mein Aufnahmefenster wieder herklicken. Du kriegst von mir 6 Schlüssel. Weil ich nicht in die Kistenebene gehe. Komm, rück noch was raus. Rück noch ein Item raus. Okay. Perfekt. Danke. Die Schlüsseltypis können ja nichts rausgeben, oder? Glaube nicht. Auf jeden Fall liegt hier jetzt ein bisschen Heilung rum. Und das ist für die Ebene, sagen wir, gut. Nice. Und wir haben eine Trollbombe als Belohnung. Wow. Ab hier kann man schneller spielen, weil hier lohnt es sich nicht mehr, die Ebenen zu durchsuchen. Leider. Okay. Ekligster Bossraum der Galaxie. Können die Stacheldinger wenigstens aufhören? Also das Lebensupgrade will ich schon mal nicht. Ah, das möchte ich. Ein Zettel auf der linken Seite, glaube ich. Contract from below, genau. Jetzt droppen alle Items doppelt die Truppen am Ende von einem Raum, glaube ich. Also heißt jetzt droppen doppelte Items. Das ist lustig. Ja, gehen wir einfach direkt weiter. Da sind noch Bomben gedroppt. Ich hätte mich heilen können.
Nicht können, ich hätte mich heilen sollen. Sollte das heißen. Wie lange ist dieses Ding da unten eingefroren? Dieses Ding. Dieses dingige Ding. So. Und weil wir jetzt kein Herz mehr haben, aktiviert sich ja das Polaroid jedes Mal, wenn wir getroffen werden, ne? Ich glaub schon. Oh, Bomben. Jetzt, wo ich keine mehr brauche, danke. Schlüssel! Was bist du? Two of Hearts. Two of Hearts. Das Geräusch kenne ich, das höre ich schon den ganzen Garn über. Tja, du musst schon mit was Neuem ankommen, um mich zu überraschen. Oh Gott. Der Raum war lustig. Und die Kacke hat mir nicht wehgetan. Hurra. Oh Gott. Die will ich gar nicht kaputt laufen, weil die können ja einen Damage explodieren. Nett. Nett. Okay, die Heilung hätte ich nicht gebraucht. Letztendlich. Außer ich kriege jetzt super viel Schaden in einem Raum. Ich vergesse echt, dass die Schussrate so gut wird bei dem. Da ist der super Geheimraum. Wir können uns ja daran orientieren, wo der Boss ungefähr sein könnte. Ups. Der Raum war schnell fertig. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Ach man, da liegt so viel Zeug, wo ich nicht hinkomme. Die Wand geht zu, wenn ich fertig bin mit dem Raum, ne? Ich glaube schon. Also wenn ich den Raum anfange. Geld, ja. Machen wir es einfach. Oder wollen wir die Kiste duplizieren? Haben wir zwei Goldkisten, die wir hier öffnen können? Ach, zwei Goldkisten? Nee. Aber machen wir mal so. Oh, für zwei Schlüssel machen wir das jetzt. Das wird auch bestimmt lustig, ja. Aber ich liebe Flächenangriffe für sowas. Nice, sobald man das Timing raus hat, macht es sogar richtig gut Damage. Ich halt aber immer zu kurz gedrückt. Ups, habe ich ja nichts offen. So, und bevor ich beim Boss bin, ist das Item eh wieder aufgeladen, nehme ich an. Bin ich einfach mal so frech. Die kann man kaputt machen, aber ich glaube, die muss man nicht kaputt machen. Irgendwie so war das, ne? Wenn ich alles andere im Raum kaputt mache, platzen die trotzdem. Genau. Dann ist ja easy. Ha, die denken, die können sich verstecken, aber dann schieße ich einfach durch alles durch. Easy. Ja, die Challenge mache ich auf jeden Fall die Tage auch weiter. Die Speed Challenge. Chelonge. Pack, reingelaufen. Oh Gott, raus da. Heißt eigentlich, ich kann gerade nicht mehr umdrehen. Fuck. Hätte ich das nur gewusst, hätte ich mich einfach nach rechts gesprengt. Okay. Da ist so einer, der über Kreuz schießt. Rote Herzen in Massen. Böse. Nett, 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 nett. Nett, 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 nett. Böse. Nett, 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 nett. Wir sind Raum 2. Die Tür kommt da, wo sich der Bildschirm mitbewegt. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn die Hand? Wollen wir hier einfach? Okay. Sieht ganz cool aus. Ja, genau, noch mal ein paar Mal Lack ab hier mitnehmen. Easy. Oh, Geld ist voll. Okay. Können wir jetzt eigentlich... Ja! Schade, dass wir es nicht alles mitnehmen können.
So kann man sich aber die Bandage Girl Achievements jetzt auch leicht holen, die ich mir achieved habe, bevor das DLC rauskam. Okay. Ja. Hallo. Es lebt. Wie dieses Laserauge so lange lebt. Danke. Gibt's hier noch Herzen oben? Ja. Okay. Das ist nett. So, jetzt müssen wir nach unten, ne? Okay. Ach, ich hasse die unteren Ebenen. Isaac töten und die Chest-Ebene ist immer easy peasy. Aber die unteren Ebenen, besonders dafür, dass ich schon relativ lange im Run brauche, ist eine Damage-Pille. Weiß ich noch. Habe ich aber auch schon 10 Minuten von Anfang an gelabert. danke? Das stand in meinem Gesicht. Kleine Warnung. Wäre auch nett gewesen. Der zweite hüpft doch bestimmt auch gleich in mich rein. Alter, WTF? Also, ich habe ja nichts gegen eine normale Sprunggeschwindigkeit, aber das kann mir keiner als normale Sprunggeschwindigkeit verkaufen. Was da gerade passiert ist. Ich habe ihn gerade in der Millisekunde von meinem Bildschirm verschwinden. Genau. Ja, danke, dass du die Brühe so hinlegst, dass ich nur reinlaufen kann. Alter, jetzt töten mich hier zwei Mega-Fettis. Also nicht wirklich, aber vom Gefühl. Die Knöpfe müssen eigentlich die Räume verschließen, finde ich. Damit sie irgendwie großartig Sinn ergeben. Ich glaube, ich gehe da lang. Oh Gott. Ich bin meiner Entscheidung nicht mehr sicher. Ach, warum habt ihr so viel Leben, ihr doofen Geister? So. Komm. Last Ghost. Nice. Ach. Ist jetzt aber pures Mobbing hier. Geh weg. Dumme Geister. So, das nehme ich mit. Hey. Hast du dir selber verdient. Okay. Puh, hätte ich nicht wegschießen können. Okay, mache ich die Ebene dann noch, um mehr Herzen zu bekommen oder nicht? Gerade meine Frage in meinem Kopf. Ah, fuck you. Vielleicht kriege ich einen Dark Bomb, wenn ich jetzt hier ein paar Mal getroffen werde. 3, 2, 1, Bombe. Fängt das Bandage Girl noch Schüsse ab? Nein. Danke für diese Information. So, langsam bewegen. Jetzt. Sieht. Aua. Also, dass mich jetzt noch mal eine Bombe am Ende getroffen hat, war nicht nötig. Muss ich ja schon sagen. Schau mal in die kleinen Räume. Ich meine, ich habe immer noch dieses kleine Kreuz dabei, was mich ab und zu heilen sollte. Solange nur solche Räume kommen. Meine Chance auf Guppy ist auch nicht sonderlich hoch, weil nur ein Guppy-Item im gesamten Run getroppt ist. Leider. Ich könnte wieder verrecken. Eine Kiste? Nee. Alter! Wie viel Glück muss man denn haben, dass das einzige, die einzige Bombe am Ende genau in diese Ecke reinfliegt? Toll, jetzt habe ich drei Räume gemacht für ein Herz und jetzt habe ich Schaden bekommen am Ende. Danke. Danke, Satan. Wäre dieser Mega-Fetti-Raum nicht gewesen, jetzt sterbe ich hier am Ende noch. Danke. Danke, Spiel. Einfach nur danke.
Hui, hüpf hier rein. Ach, fuck. Wäre jetzt noch ein Gapi-Item mehr rausgekommen, wäre es cool gewesen. Okay, der Boss scheint oben rechts zu sein. Ach, ich erinnere mich, ich bin hier neunmal verreckt. Hatte auch neun Leben oder sowas. Okay. Kann ich jetzt Damage-Abfänger mitnehmen? Könnt ihr mal sterben? Also wirklich? Ihr seid alle drei fast tot? Danke. Na guck mal, wir können zu Mega-Satan Hallo sagen. Nehmen wir mal das mit. Der Damage-Effekt bringt uns jetzt auch nicht mehr viel. Wenn ich nicht sterben möchte, muss ich, glaube ich, hier meine Items verdoppeln in dem Raum. Die ist einfach sonst zu viel. So. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gesicht. Ich glaube... Warte mal. Ja, Kamikaze ist verbuggt momentan. Das ist kein... dass es nicht mehr einem selber Schaden macht. Was bist du? Bounce back. Ah ja. Ich weiß nicht, ob es verbuggt oder gewollt ist. Auf jeden Fall geht der Weg hier nicht nach oben. Heißt, wir müssen den anderen Weg gehen. Kriegen aber gleich wahrscheinlich wieder ein Seelenherz. Wie viel Schaden mache ich? Nicht genug. Lohnt sich nicht. Ah! Woher soll ich denn wissen, wie viele Mega-Fettis hier in dem... Woher soll ich denn wissen, wie viele Mega-Fettis in einem Raum sind? Ich 80 mal getroffen vom selben... Ah, jetzt sterbe ich einfach. Toll. Tolles Ende vom tollen Run. Na gut, wir haben den Damage-Upgrade bekommen. Wir haben eins bekommen und das war der Pact. Es fehlt halt einfach Schaden. Ich merke ja an der Tatsache, dass ich 5 Minuten gegen die Fettis hier kämpfe. Oh, oh. Oh, wir sind Guppy. Short-Range-Megatiers sind das doch. Aber die haben keine Range, die Tränen. Also sind wir jetzt einfach nur stärker geworden? Doppelter Schaden? Okay. Und jetzt kommen zwei Satan. Typisch geil. Ich sag nichts mehr. Was passiert hier? Ist das die Erlösung von der... Oh Gott! Was? Warum sind die tot? Warum stirbt alles? Ach ja, wir haben mega Fleiß. Gekauft. Ein Item ändert den ganzen Run auf einmal. Von zu oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich aufgebe. Das habt ihr gesagt. Nein, eigentlich nicht. Warte mal, ich hole mal meine Box of Friends. Weil dann habe ich doppelt so viele Schüsse, dann kommen doppelt so viele Fliegen, dann bin ich doppelt so stark. Also es war lustig, dass Kamikaze jetzt funktioniert, um sich selber zu sprengen. Hätte man jetzt das Item mit dem Explosion einen heilen, wäre man uns so gesehen wirklich unsterblich. Die Glaskanone will ich nicht benutzen. Aber dich will ich aufladen.
Ja, vielleicht schaffen wir ja noch Mega-Satan in dem Run. Da hätte ich vielleicht an dem Spielautomaten mehr spielen müssen, damit ich mehr von den Dingern bekomme. Fliegen. Bist du? Supermagnet. Achso, ich glaube, der macht magnetische Tränen oder sowas. Wir hätten in den Raum trotzdem reingucken können, in den Geheimraum. Stimmt. Ja! Einfach ja! Mit Hilf! Alles wendet sich zum Guten. Und das Item ist einfach genau fertig zum Bossraum. Ja, genau! Attack Fly und Field Itchy. Boah, Alter, hä? Was passiert hier auf einmal? So eine krasse Änderung in 5 Sekunden im Run einfach. Succubus haben wir freigeschalten. Das sind... Sind das die kleinen Dinger, die uns folgen? Ich weiß es nicht. So ein kleines Teufelchen sah das aus. Vielleicht können wir die jetzt auch einfach so finden. Hä? Ach man, dafür ist Isaac echt schon auch bekannt. Einfach in 5 Sekunden den kompletten Run einfach einmal umzudrehen. Ja, würden sie die Ebene ändern? Das sind auf der ersten 4 Truhen auch so wie hier, einfach generell Items droppen? Dann wäre die Ebene ganz cool. Prayer Card. Nein, bringt ja nichts. Die Box of Friends ist auch wieder bereit. Ach man, jetzt haben wir es einfach doch geschafft. Das ist schön. Schönes Ende für eine coole... fürs Ende einer coolen Folge. Ja, genau, Cricket's Buddy. Aber meine Tränen können gar nicht aufplatzen. Rainbow Baby. Hoch. Ich dachte, du erfrierst Feuer. Also, du frierst Feuer ein. Sieht aus, als hätte es Rainbow Baby, so Teufelshörnchen. Fahrt, Baby! Ich hatte dich noch nie. Game Breaking Bug, right away. Den habe ich durch den Greed Mode freigeschalten. Aber keine Ahnung, was der macht. Ach man. So, jetzt müssen wir noch da unten den Raum machen und dann... Huch, der unten steht in Flammen. Eve's Mascara, ja, Damage Upgrade. 17 Damage. Der Schuss lädt aber auf und... nicht mehr ganz so schnell ist der Schuss. Aber die Fliegen machen ja jetzt schon enormen Schaden. Und jetzt haben wir zwei... Alter. Vielleicht Damage Burst wie Megasatan. Guck, davon rede ich. Würde ich jetzt einfach zu diesem Scheiß Hush oder Greed gehen, würden die einfach langsam Schaden bekommen. Was ist das denn für eine Spaßbremse? Megasatan. Kann ich mein Item bitte einmal einsetzen? Danke. Ich glaube, hier war es ganz cool, oder? Achso, wir müssen erstmal alles töten. Nicht slowen. Ja, genau, wenn ich ihn angreifen kann, genau. Huch, da verzieht er sich schon wieder. Ja, genau. Überhaupt nicht übertrieben. Wie alles einfach instant explodiert. Fertig? Ja. Tschüss, Kopf. So, jetzt kommt Phase 2. Jetzt geht er ja nicht mehr in Deckung, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lade ich schon mal alles auf. Und tot. Ach man! Genau das ist das, was Spaß macht in Isaac. Das Ende kennen wir schon. Das ist das, was den Run am Ende cool macht. Aber wie uns einfach ein Damage-Upgrade gefehlt hat und auf einmal sind wir das stärkste Wesen des Universums. Das nenne ich mal einen Plot-Twist in der Folge hier. Alle denken, ich sterbe, aber dann... Bam! Short-Range-Mega-Tears und die Welt explodiert. Ja, ist gut.
Succubus has appeared in the basement. Big Baby has appeared in the basement. Okay, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac Afterbirth. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zombie-Mann? Zimbelmann. Piu-piu? Piu-piu.